Ich wohne im zweiten Stock, wirklich. So, wir machen weiter bei Among Us. Wir sind immer noch 8 Leute und wir starten auch direkt los, weil es schon spät ist und ich nicht weiß, wie lange der Part jetzt dann noch wird. Mal gucken, wie viele noch dann da sind. Letzte Runde, Leute, heute. Drei Stunden. Sehan und Nico. Hatte ich vergessen. Dani und ich. Ja, hoffentlich. Jan und ich, finde ich gut. Mit Robcho, okay. Okay, normaler Imposter mit Robcho. Na dann, let's go. So, ich gehe erstmal wieder zu meinen Flaschen. Es gibt noch nicht so viele Tasks, die ich hier wieder erinnere, deswegen irgendwann ein bisschen, ne? Der Common Task scheint nicht dabei zu sein. Zumindest nicht der, den ich hier sehe. Dann lasse ich den Quatsch mal lieber. Okay, Robcho hat sich drum gekümmert. Jan hat entdeckt. So, Kinnas. Ne? Ja. So, Jan. Ne? Wo war's? Dann erzähl mal. Die Leiche liegt in Laboratory. Okay. Und darf ich auf den gerade alle drei, also Dani, ich und Donald sind gerade alle von links da rein. Das kann ich bestätigen. Das habe ich auf der Kamera gesehen, wie ihr da reingegangen seid. Also ich bin relativ zielstrebig dahin gegangen, weil ich habe in Vitals gesehen, also in meinen Vitals als Scientist gesehen, dass Reggie tot ist, und ich meine, mich erinnern zu können, dass er nach rechts gegangen ist, bevor ich... Ihr habt vielleicht gesehen, beide, Nico und du, Jan, dass ich gewendet bin da an der Stelle. Das habe ich gesehen, Kurz rein, weil ich hatte nämlich Schiss, dass du mich killen willst, weil du da so, du standest da so sinnlos rum, aber dann hast du wahrscheinlich die Vitals gecheckt. Genau, ich hatte gesehen, dass Reggie tot ist, und ich konnte mich erinnern, dass er... nach rechts gegangen ist. Also ich hab Dani auf Wänden sehen, also ich stand fast die ganze Zeit an den Kameras. Aber ich weiß nicht, wer noch alles nach rechts gegangen ist. Also bevor es wieder heißt, dass ich die ganze Zeit leise bin, ich bin unter O2 in dem Raum wieder bei den Flaschen. Meine kurze Frage. Just saying. Eine kurze Frage, diese Rollen hier, Engineer und so, davon kann es mehrere geben oder nur ein? Mehrere. Okay. Ich habe eingestellt. Weil ich kann nämlich auch wenden, deswegen. Ja, verstehe. Ja. Jeder kann jede Rolle annehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man als Imposter einfach auch immer wetten kann, weil dann kann man immer sagen, hey, ich bin ja, 100 Pro. Ingenieur. Ja. Ja, hat bisher einmal funktioniert, als das Dings gemacht hat, als das Jan gemacht hat. Ja, hat denn irgendjemand noch wen da Richtung Laboratory rechts irgendwie gehen sehen? Also ich war da überhaupt nicht. Mein Verdacht ist, dass derjenige, der ihn gekillt hat, durch eins der Vents gegangen ist, das mit Laboratory verbunden ist. Aber ich wollte gerade sagen, Laboratory hat halt auch einen Vent bis runter zu Admin, also da kannst du ganz woanders sein. Genau, ein Vent, das könnte überall sein, das ist halt ein bisschen... Ich habe auf den Kameras nur Dani, Jan und, oh Gott, wer war der dritte nochmal? Mich noch, Nico. Ja, Nico, genau. Nico, okay. Euch habe ich gesehen, ich habe sonst auch niemanden auf den Kameras gesehen. Ich meine, auch ein Conan könnte da sich runtergewendet haben und dann richtig... Nee, wenn Conan in O2 war, dann kann der nicht bis dahin gekommen sein. Sicher? Ja. Dann ist der Einzige, wobei Robcho ist auch relativ ruhig. Ricky ist tatsächlich jetzt auch ruhig, der hat auch gar nichts gesagt. Aber Robcho oder Ricky, einer von beiden. Xehan würde ich clearen, weil der stand an den Kameras, ein Imposter hätte keinen Grund an der Kamera zu stehen. Ach, so lange. Vielleicht ist Ricky jetzt so ruhig, weil er so nervös ist. Also Conan wählen, wa? Ja, also im Zweifel Conan, ne? Ich denke erstmal, wir können skippen, oder? Ja. Ja, safe. Okay, ich habe auch Skip gewotet, ich habe keine Idee. Ist sehr gut, Robcho. Also Ricky wählt mich. Wie funktioniert das mit Schutzengel? Also wenn ich dann einen außen, der ist dann... Nee, du musst über dem drüber hovern, so. Also über den rüber fliegen, dann kannst du es auswählen und dann ist er, glaube ich, 10 Sekunden oder so. Genau. Ah, okay, danke. So, ich mache jetzt hier den Dings. Und ich mache den ziemlich oft falsch, weil ich immer wieder anecke, ne? Kann passieren. Okay. Ich denke, ich habe den jetzt lang genug gemacht. Damit ist der Kill auch wieder aufgeladen und ich kann Dani killen, der hier rein... Okay, ich kann Dani nicht killen, der hier reingewendet ist. Echte Idee.
ganz schlechte Idee. Ich könnte Nico killen. Der will jetzt hier rein, eigentlich? So? Nee, will der gar nicht. Ach komm. Ciao. Wie ist denn das? Ach, das Ding ist gerade eh aus. Okay. Na, wenn der Jan das schon fixt, dann ist es auch in Ordnung. So, ich muss hier noch rein. Gibt's denn da zu glotzen? Dauert ein bisschen hier, ne? Muss mir auch diese Dinge rauf und runter schieben. Okay, genug geschoben. Da war ich ja schon drin. Wenn ich da nochmal reingehe, wäre es ein bisschen sass. Gut, die Leiche wird noch nicht entdeckt. Finde ich ganz gut. Und der Kill ist wieder aufgeladen. Ich könnte jetzt... Wer ist denn da gerade runtergelaufen? Okay, Ricky, du bist dran. It's your turn. Und in dem Moment. Mashallah. Ricky war es wohl nicht. Ricky war, glaube ich, im Disconnect. Nein. Ricky war, glaube ich, im Disconnect. Ah, shit. Okay, verstehe. Ich glaube, das war witzig. Am Anfang, als Ricky... Stand was dort von Ricky? Okay. Ja, in Vitals stand einer als DC drin. Okay. So, Nico ist, glaube ich, schon relativ lang tot. Ich hatte Conan und Dani links bei O2 gesehen. Ich habe ja. Jan gesehen, dass er bei Electrical das Ding gefixt hat. Da war Rob Chu auch mit dabei, als wir da links waren. Dann könnte es sehr gut... Es könnte einem wohl... Also, die Leiche liegt in Laboratory wieder? Ja, hast, ich mein, du mich wieder grade, hast du mich eigentlich gerade gesehen? Ich bin dir nicht direkt an den Hacken gewesen, aber ich habe dich auf jeden Fall schon 5 Sekunden sehen können. Oder ach so, echt? Oder so. Okay, ja. Weil ich hatte nur gesehen, dass wir zusammen in O2 Conan beobachtet hatten. Ja, ich bin dann rüber... Ich bin dann hoch und dann bei dieser linken Antenne da habe ich das Vent benutzt, um vor Robchu zu fliehen, der mir hinterhergelaufen ist. Ja. Und dann kam ich rechts raus und dann habe ich dich da gesehen. Und, ich hatte nämlich ein bisschen Angst. Ich hatte in Electrical die Lights gefixt, ne, und dann kam Conan mir entgegen und dann bin ich runtergelaufen in der Hoffnung, dass ich jemanden treffe, bevor Conan mich tötet. Aber vielleicht wollte Conan auch nur zur O2-Task gehen, das kann auch sein. Ich wollte zu dem Baum, ja, mit den Schiebedingern. Okay. Ich kann dazu absolut nichts sagen, ich habe niemanden gesehen die ganze Runde. Hast du Nico gesehen? Nein. Aha. Ich habe wirklich niemanden gesehen. Ich habe dich einmal, also wir sind am Anfang in dieselbe Richtung gegangen, Jan. Dann bin ich zu Communications gegangen, musste da den Upload machen und da habe ich nie wieder jemanden gesehen. Haben wir denn jemanden, der Vitals hat und bestätigt? Kannst du noch mal kurz, Jan, erklären, warum du sagst, Ricky wäre disconnected? Weil in meinen Vitals steht einer als DC drin. Da steht DC heißt nur, der ist in der letzten Runde gestorben. Ah, okay, ich dachte, das wäre... Ich wollte gerade sagen, er ist ja nicht mal im iPad, also eigentlich gibt es gar keinen Grund mehr, dass er disconnected. Ja, okay, gut. Nee, dann my bad. Fand die Story gerade ein bisschen weird. Okay. Die Leute werden nur als dead angezeigt, wenn sie in der aktuellen Runde gestorben sind. Wenn sie in einer vorherigen Runde gestorben sind, werden jetzt... Da stand doch gerade, dass Ricky und Nico in der aktuellen Runde gestorben sind, oder nicht? Ja, doch, stand. Das stimmt. Warum stand dann jemand als DC dran? Aber der ist nicht rausgeflogen. Nee, stimmt, der nee, ist nicht. Das müsste man im Schnitt sehen. Ich glaube, es gibt wesentlich wichtigere Dinge gerade. Ja, absolut. Ja, stimmt. Ich trau mich halt nicht so lange in die Vitals zu gucken, weil Batterie halt irgendwann abläuft und ich kann die nicht mehr aufladen. Ach, deswegen geht das manchmal nicht mehr. Ja. Richtig. Mit Task lädst du deine Batterie auf. Ach ja, stimmt, habt ihr erzählt. So, Jungs, wie weit seid ihr denn so mit euren Tasks? 20 Sekunden. Xean, hast du eigentlich auch Vitals? Nein, ich bin Ingenieur. Okay, shit. Ich bin einfach. Also ich bin fertig mit meinen Tasks. Ich bin auf jeden Fall für Conan. Ich hatte noch Dani den Baum und das war's. Ja, Conan ist, glaube ich, auch nicht. Scheiß drauf. Es ist Ausschlussverfahren, ehrlich gesagt. Dann ist es Conan, scheiß drauf. Bam. Es ist nicht Conan, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich habe ganz runden Leute. Das Ding ist, wenn sie jetzt nicht verlieren, merken sie, dass ich es nicht, dass ich es war, ne? Jan, du schienst mir plausibel zu sein, dass du es nicht bist. Okay. Ich kann aber jetzt direkt hier loslegen. Dropshoe sollte jetzt genug Möglichkeiten haben zu killen, weil einer muss dahin, einer muss dahin.
hoffe nur, der Cooldown ist. Oh, ich habe den Cooldown nicht. Scheiße, ich habe das schlecht getimed, ne? Ah, nein! Ah, fuck. Und Retchi versucht ihn zu supporten. Kann ich ihn abhalten? Wahrscheinlich nicht. Jetzt hat er einen Engel bekommen. Aber hier oben ist wer. Nee, da oben wäre kein. Nee, passt schon. Jetzt hat er einen erwischt. Nice. Nice, well done. Ja. Sehr gut. Und es war wieder Conan. Natürlich war es Conan. Jetzt habt ihr über Tasks gewonnen, ne? Ja. Wir haben über Tasks gewonnen. Ja, die waren leider schon sehr weit. Wer war der Zweite? Robju. Ach, wirklich? Du hast doch 10-mal die Möglichkeit gehabt, mich zu killen. Du machst ja, das richtig. Genau, das ist richtig da nicht. Robju, hast du gerade Young gekillt oder hattest du es? Ja, er hatte mich gekillt. Ja, aber okay, dann hätte ich das sehr lange Zeit. Gut. Sehr gut, dann hätte ich das gleich gesehen, weil ich bin nämlich extra zurückgegangen, weil ich dachte, na, wer von beiden ist tot? Ja, und dann hätte ich nämlich reported, dann hätte ich die anderen angeklagt. Was ich nicht verstehe, ist das mit dem DC nochmal. Also, weil ich habe Ricky... Das verstehe ich auch nicht. Just in dem Moment, wo der Report so von der anderen Leiche kam. Nein, kannst du ihn vorher als DC gesehen haben? Auf den Vitals steht man, wenn man stirbt, steht man doch einfach als DC da. Ja, aber er ist ja, er kann ja gar nicht... Das DC steht für Deceased. Okay, verzeihung. Nein, nein. DC ist was anderes als Dead. Ja, also, weil er kann nicht tot gewesen sein. Also als du draufgeschaut hast. Das wird ein Anzeigefehler gewesen sein. Also als DC stehst du normalerweise drin, wenn du in einer der vorherigen Runden gestorben bist. Als Dead stehst du nur drin, wenn du in der aktuellen Runde gestorben bist. Also genau, und Ricky ist just in dem Moment gestorben, als die andere Leiche reported wurde. Also du kannst ihn gar nicht vorher als irgendwas gesehen haben. Ich glaube auch. Das war entweder ein Anzeigefehler oder weil du ihn eben am Ende der Runde gekillt hast, ist er irgendwie gebuggt gewesen und deswegen falsch angezeigt worden. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Ja, aber das kann ja des Vitals noch gar nicht wissen, dass ich ihn am Ende der Runde killen werde, in dem Moment, wo Jan draufschaut. Ja, keine Ahnung. Ich bin von weggerannt, aber der hat mich irgendwie überholt. Ja, du bist ganz schön... Warum ist Conan eigentlich schon wieder Imposter gewesen? Ja, es ist einfach krass. Es hat, wie einer du fehlt so vom Einlocken her. Hast, Conan, ich glaube Nico. Wir waren so im Diskutieren irgendwie, was da gerade passiert ist, die Runde, und auf einmal stellst du diese Frage nochmal mit dem DC, und das hat dich für mich richtig suspicious gemacht. Ich wollte damit eigentlich Jan suspicious machen, so nach dem Motto, der denkt sich gerade irgendwas aus, weil er denkt, wir glauben dann, dass Ricky rausgeflogen ist, obwohl er gar nicht rausfliegen kann. Dann lag ich gar nicht falsch, dass das schon Absicht war, oder? Das war Absicht, ja. Ja, das war nur die eine vage, das war auch die eine vage Vermutung, die ich nur hatte, weil es so ein bisschen wirkte, als wollte Conan das Gespräch noch länger hinausziehen. Ja. Okay. Okay, dann habe ich mich damit eher sass gemacht, anstatt dass ich jemand anderen sass gemacht habe, verdammt. Let's go. Oh, neue Runde, neues Glück. Yay. Jetzt aber Jan und ich, oder? Wir wurden gleich. Bitte kein Imposter mehr, ich war jetzt lang genug Imposter. Ich sage, Huibu ist ein Gespenst. Okay. Imposter sein. Conan hat einfach Danis Imposter Points geklaut. Es ist unfassbar, ne? Es ist echt unfreaking fassbar, wie oft ich einfach jetzt schon Imposter war. Mein Gott, wo laufe ich eigentlich hin? Ich bin mal aufgewacht. Ist doch scheiße! Ich habe gerade eine Rolle gekauft. Was ist passiert? Was? Hast du ihn gesehen, wie er gekillt wurde? Nein. Ich bin nach Rotur reingegangen und da lag Robju tot. Ich hab mich noch gar nicht bewegt. Nach O2 reingegangen? Ja. Ich wüsste jemanden, der aus der Richtung O2 kam. Und dieser jemand trägt lila. Ich bin aus der Richtung O2 gekommen, aber ernsthaft, ich hab ihn nicht umgebracht. Ja. Ich meine ja nur. Es ist richtig, ja, ich bin aus der Richtung O2 gekommen, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Das Spiel ist doch irgendwie verbuggt heute, oder? Also safe ist es schon wieder Conan. Ich habe ihn nicht umgebracht. Mehr kann ich nicht sagen, ich bin aus der Richtung gekommen, also... Der wird jetzt eh noch lange rausziehen, bis er sich selber... Nein, ich kann auch überspringen. Also statistisch gesehen ist es Conan. Das ist nicht Conan, scheiße. Fuck.
Also ganz im Ernst, der heutige quantitative, empirisch quantitative... Okay, wenn Connor ist es denn dann erhältlich? Ciao. Ja, es ist... Wer ist es? Sein. Niemand kann es sein, außer Connor. Dass ich aus der Richtung... Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Das ist echt Pech. Man muss das ja auch so sehen, wenn man überlegt, wie das so statistisch heute Abend abgelaufen ist. Wie ist soll das Xehan denn jetzt selbst noch wenn lösen? Er Crewmitglied ist, einfach das Beste, wenn er als erstes stirbt. Weil so statistisch er wahrscheinlich halt Imposter schon ist. Ich muss jetzt Xehan irgendwie... Ah, zu langsam. Als wäre eh, was ist denn das Grüne? Ach so. Hä, warum ist das denn grün und das andere? Ach, keine Ahnung. I don't care. I don't care. Obchu, machst du Aufgaben? Hallo? Keine Aufgaben? Okay. Nice. Nice kill. Hier kommt keiner hin, ich stelle mich in den Weg. Ihr könnt gar nichts machen. Ja, klar, jetzt kommt er dahin. Schade. Schokolade, so. Komm, ich sperre Nico ein. Egal, wo der jetzt hinläuft, ich sperre ihn ein. Einfach, weil ich es kann. Okay, dann halt nicht. Ist jemand von euch Doktor? Kann mir jemand sagen, wie lange der tot ist? Ich habe vielleicht vor so 10, 12 Sekunden, da war er auf jeden Fall schon tot. Also schon ein bisschen länger. Nee. Weil, okay, dann ist es wahrscheinlich nicht Dani, weil ich habe Dani auch reingehen sehen. Also der war vor mir und der war die Leiche da, aber... Okay, wo war das denn jetzt? Das war unter O2, da in dem Zwischenraum, in diesem... Es ist auch, übrigens auch nicht CH Nord, weil er... Oh, das ist gut. Das ist gut, dass ich CH ist. Geholfen. Ich hatte den tatsächlich gar nichts. Ich habe den rechten Knopf gedrückt. Ich habe den linken gemacht. Ich hatte tatsächlich keinen von den Knöpfen gedrückt, weil Dani war, glaube ich, schneller als ich beim Linken. Aber ich wollte, sagen wir es mal so, ich wollte dahin. Du wolltest hin? Ja. Und das ist gut. Das ist die typische Imposter-Strategie, dass man dahin läuft. Aber ist okay. Wir können ja Ricky und ich. Ricky, ich habe den linken Seismo-Dings gemacht. Dann kam Ricky halt auch an, hat. Noch Xehan hochgelaufen zum Seismoding, sah so ein bisschen so aus, als wollte er ungerechtfertigt hier rausgeworfen, ob ich da wen gekillt habe. Dann ist er mit mir runter Richtung O2. Ich wollte in diesem kleinen Raum, ich weiß nicht, wie der heißt, direkt unter O2, wo man auch Tasks hat, da wollte ich was machen, habe die Leiche gesehen. Er kam von oben, hat gesehen, wie ich wieder zurück zu ihm bin oder beziehungsweise zu ihm oder zur Leiche. Und ich habe dann reported. Und deswegen dachte er wahrscheinlich auch, ich habe gekillt. Ja, aber wir waren eigentlich relativ direkt beieinander und ich glaube auch nicht, dass er das gewesen sein kann. Es sei denn, die Leiche war lange tot. Okay, Xehan, wo warst du zuletzt? Die Leiche war auf jeden Fall. Ich wollte gerade ins Büro zurückgehen. Okay. Also ich war von der linken Seite aus. Okay, so. Und dann Nico, wo warst du? Ich war eigentlich nur im oberen Bereich. Ich war überhaupt nicht in der Nähe. Okay. War keiner von euch zuletzt in Electrical? Nee, ich war die ganze Runde noch nicht in Electrical. Ich war bei Admin und zwei Leute waren in Electrical. Genau, Letzt. Ja. Ricky, einer war länger drin, da war ganz kurz zwei drin und da war wieder nur einer. Ja, Ricky und ich waren ja da. Einer war nur zwei und das war's. Genau, Ricky und ich waren ja in Electrical, sind ja da durchgelaufen, da bin ich zu O2 hoch, weil ich dachte, ich habe da einen Task, habe aber den Task da drunter in dem Raum. Deswegen war ich wahrscheinlich in O2. Wisst ihr, was das bedeutet? Conan war Imposter. Ja. Ich glaube auch, ja. Ich glaube tatsächlich auch, ja. Oder Ricky also, und Dani, aber das wäre auch ein bisschen... Also, ich habe den linken Seismo gemacht. Also einerseits würde ich sagen, Reggie ja, war schon suspicious, naja. Aber der macht jetzt auch diesen Admin-Kram, also kann... Ich glaube eher... Nico kann es Nico gewesen sein, der war halt hat am Seismo gewartet. Aber keine Ahnung. Wir müssen voten jetzt übrigens. Also, ne? Xehan ist auf jeden Fall nicht. Also, ich glaube, Xehan ist der Einzige, den ich gerade vertraue.
Scheiße. Ich glaube nicht, dass wir voten müssen, weil wenn wir davon ausgehen, dass Conan im Imposter war. Nur wenn er es ist, halt, ne? Ja, okay, wenn nicht, sind wir sowieso. Ich fand schon relativ safe, dass Conan Imposter war, weil ich hatte ja die Leiche gefunden und irgendwer hatte Conan von O2 weggehen sehen. Sehr, ich glaube, dann bist du es wahrscheinlich. Ey, das ist großartig. So, diesmal warte ich mit dem Sabotieren. Das habe ich vorhin echt völlig falsch. Okay, ich war es nicht. Wenn er das will, bitte, dann halt jetzt. Dann halt jetzt. Ist okay. Vielleicht einfach wieder, um Ricky zu zeigen. Hey, guck mal, ich mache übrigens den hier. Das ist das Einzige, was ich als Imposter machen kann, wo man wirklich aktiv was sieht. Weil die Tasks kann ich halt nur faken. Okay, hier sind zu viele. Keine Chance zu killen. Ja, jetzt macht er den Baum und alle gucken, wie schön er den Baum machen kann. Der Baum dauert eine Weile. Okay, wir gehen weiter. Okay, jetzt machen wir das Steuer. Junge! Ja. Was soll ich sagen? Nico? Also ich war schon auf dem Weg zu Lights. Ich war schon fast bei Electrical oben. Genau. Dito. Wer war denn... Also... Wer war denn jetzt noch unten? Ich bin doch als Erster. Hat das keiner gesehen? Im linken Gebäude. Es waren alle bei O2 gerade. Genau. Und die einzigen, die dort waren, waren... Ja, dann ging Lights aus und ich bin direkt hoch. Oh, es war dunkel. Habe ich nicht gemerkt. Ich war auch... Kann er das unbemerkt geschafft haben? Das wäre ja cool. Ich war dann erst wieder rausgehen, weil ich noch diesen Ablauf... Ich habe auch Dani reingehen sehen. Also, die Licht war aus und Dani ist runtergegangen. Dani war tot. Okay, Licht war aus. Aber ja, Conan war Imposter. Das ist... Das ist irgendwie so eine Faustregel, kann das sein? Es muss Nico sein. Wieso ich? Ich bin als Erster hochgegangen. Gut? Wenn Dani erst runtergegangen ist, dann kann Holzweg. Ich doch nicht. Okay, es kann auch Reggie sein, aber ich zähle. Ich glaube, es ist. Nee, Reggie hat ja den. Warum sollte er als Imposter-Admin beobachten? Ich glaube, es ist Nico. Ja, ich habe auch gesagt, ich war noch in O2, ich bin da zurück. Wobei, ich hätte wenden können. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Reggie. Beim letzten Mord. Ja, Xian hat ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, die ganze Zeit ist das gut? Der hat ja rechts vielleicht Robio. Nee, war Robio rechts? Keine Ahnung. Wo waren aber wir? Reggie war letzte Runde auf jeden Fall rechts. Wie viele Kills waren letzte Runde? Ist das gut? Also, nee, als wir Conan rausgewotet haben, wie viele Kills? War es eins oder zwei? Ja, einer. Glaube einer. Okay, ja, dann ist Reggie auch clear. Das muss halt Nico sein, weil Reggie war genau, es muss Nico sein, richtig. Haut ihn raus. Hier. Ich war doch die letzte Runde überhaupt nicht in der Nähe von den. Der hat nicht Jan getötet. Es ging um die erste Runde. Ach, eben, der Kill, der war ja bei O2. Da war der eben. Da war ich doch gar nicht in der Nähe, wenn ich die ganze Zeit rechts war. Cian, nee, was ging halt, glaube ich, um die Runde. Wen sollen wir rausholen? Xian, wie soll er rausvoten? ich hab keine Ahnung. Also, nochmal, jetzt nicht gut? Diese Runde, sondern die Runde davor war Colin schon tot gut? Und ich war überhaupt nicht in der Nähe von dem Kill. Genau, also, letzte Runde waren wir halt. Hey, liebe Imposter, wen sollen wir rausvoten? Ich das weiß, als es nicht rausgegangen ist. Ich möchte nur wissen, ob ich Reggie clearen kann, weil der war eine Runde rechts. Wo. Alle anderen links waren. Was heißt denn rechts? War der bei Specimen oder was? Ja, der war bei Specimen runtergegangen irgendwann mal. Ja, genau. Okay. Wie weit seid ihr eigentlich mit euren Tasks? Ich bin fast fertig. Stimmt, wir können auch. Ja. Ich muss in Specimen gleich auch noch was machen. Sollen wir das? Wie diese Artefakte sortieren. Der müsste ja dann zwei Leute in einer Minute töten. Sollen wir einfach rushen? Okay. Ja, dann skippen. Geben wir. Oha, wie jetzt wird's interessant. Jetzt wird's aber richtig interessant. Dann machen wir jetzt gleich mal Komm aus. Wo ist denn das hier, ne? Wann kann ich das ausmachen?
Ach, es ist schon, oder? Irgendwas ist... Ach, das Licht ist schon aus, ne? Ja, das Licht ist aus, I see. Okay, dann kann ich jetzt eh nichts machen. Aber riskant, jetzt hier die Tasks ausführen zu lassen, ne? Weil die haben halt wirklich nicht mehr viel. Sehr riskant, die Tasks ausführen zu lassen. Vor allem, er geht jetzt gar nicht zu Specimen. Okay, jetzt kann ich gleich wieder. Naja, gleich ist relativ. Oh, ich muss ihn... Okay, er hat ihn erwischt. Nice. Einen noch. Einen noch, bevor die Tasks durch sind. Da läuft Nico. Nico sperre ich jetzt. Nein! Okay, er hat den gemacht. Auch in Ordnung. Ja, jetzt hat er's, jetzt hat er's. Nice one. Nice one. Nein, sorry. Ich wusste, dass ich das gewonnen habe. Ich hab, Jesus. Ich hatte nichts mit dem ersten Tod zu tun. Ja, natürlich hattest du damit nichts zu tun, aber... Ja, aber du bist statistisch eben... Hey. Sieht einfach nicht gut aus für dich, Conan. Gegenfrage, du... Bin einfach Gegenfrage, dumm rumgelaufen. Gegenfrage, Conan, hatten wir denn nicht trotzdem recht, dich rauszuvoten? Ja, dass ich Imposter war, ja, aber halt nicht die Begründung. Ja, erste Elektronen haben Edelgase. Aber ich habe mich gerade so beömmelt. Wie kannst du nicht einmal darauf gekommen sein, Xehan zu... Ich habe mich gerade so beömmelt, wie Ricardo Xehan überhaupt nicht als das empfunden hat. Ja, Nico! Ich fand das so geil! Ja, Nico! Ich fand das so geil! Vor allen Dingen alle Leute, die, so, die Verdachte gegen mich geäußert haben, zum Beispiel Dani, die sind danach komischerweise, mussten sie schweigen. Ja. Dann der Satz, Xehan, wen sollen wir rausvoten? Ich hab mich nicht mehr gekriegt. Ja. Ey, lieber Imposter, wen sollen wir rausvoten? Sag mal an. Das Ding ist, ich hab da nicht sofort drauf reagiert, weil ich dachte, wenn ich jetzt was sage, dann denken sie doch noch, ich bin Sass. Ja, 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 ich einfach die Klappe gehalten. Ja, neue Runde, los. Großartig. Also das war. Und der erste Kill war übrigens ein, also ja, das, der war einfach fail. Für dich nicht. Ja, aber für dich. Ja, das ist richtig. So, endlich mal nicht mehr Imposter. Mein Gott, das wurde auch Zeit. So. Ah, hier gleich, hier Dings. Okay, go! 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 Okay. Machen wir den gleich mit. Okay, wie geht das denn? Aha. Hä? Aha. Okay. Jo, das sind ganz wenige. Also, was heißt ganz wenige? Es ist immer die gleiche Anzahl an Tasks. Aber ja. Ne? So, wo ist denn das? Das da ist. Ah, ist das das Warteding? Ja. Ja, das ist das eine Minute Warteding. Okay, alles klar. Dann kann ich jetzt aber auch... Ganz ehrlich, ich könnte eigentlich wenden. Weil es schneller gehen würde, aber ja. Okay. Diesmal helfe ich auch ganz ohne Alibi. Oh, das war ein Dings. Der war orange, ne? Der war orange. Oha. Ach fuck, Ricardo ist natürlich tot. Den ich 100% klären kann, der ist natürlich wieder... Der war orange. Ah, Veggie ist es. Okay. Das heißt, Jan hat sich, also Donald, hat sich als Nico verkleidet. Also ich würde sagen, ich habe das Gefühl, dass wieder alle wenden können. Dani, wen hast du jetzt gefunden? Ich habe Conan gefunden, und zwar auf dem Weg zum linken Seismo-Stiel-Ding da. Und da lag er so in dem kleinen Gang, der da hinführt, ganz am Anfang. Und hat jemand Ricky gesehen? Ja. Oder hat sie, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ist. Ich war mit Reggie, ich bin verwirrt. Ricky und Conan oben rechts. Und wo dann das Seismo-Ding war, bin ich zum rechten. Und die anderen dann offensichtlich zum linken. Also Colin hatte ich dann gar nicht mehr gesehen, aber dann ist er da ja offensichtlich auch hingegangen. Also ich denke, Reggie also, ist... Da, als die Seismo-Dinger noch im Gange waren, waren beide noch am Leben, Colin und Ricky. Mhm.
Ich habe die ganze Runde original niemanden gesehen, außer Robjo am Anfang. Das ist eine gute Frage. Ich habe auch Robjo am Anfang gesehen, spannend. Der kam mir auch ich denke auch, dass es war nicht der gleiche Imposter, denke ich, der beide gekillt hat, weil die beide noch am Leben waren in den letzten, keine Ahnung. Find ich auch wie lange ist Kill-Cooldown? 30 Sekunden? Ja. Ja, ja, nee, dann müssen die beide, Nico, dann also, waren die beide noch am Leben. Ja, also no front, aber macht Nico auf jeden Fall schon ein bisschen sass, wenn er die ganze Situation beschreibt, so, und, aber der einzige ist ich war ja dann nicht das mehr Ding ist, in der Nähe, wir müssen uns, die halt nur zusammen gesehen. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, weil wir müssen jetzt voten, weil wenn noch ein Double Kill kommt, oder falls das jetzt ein Double Kill war, wenn ein Double Kill kommt, sind wir weg. Also Nico, Reggie ist safe Imposter. Nico setzt bewusst falsche Aussagen, damit er für den Imposter keine Gefahr darstellt, damit er weiterhin am Leben bleibt. Also, wer war denn eigentlich alles oben Laboratory? Da waren vier Leute oben, habe ich zugesagt. Ja, Reggie, Cornel, ich vier. Und Ricky. Ja, dann muss es einer von euch sein. Nein, ich bin mir sicher, nein, dass Nico ist. Nee, warte. Die waren ja links, ich war dann gar nicht links. Aber Nico, das, da ist Nico, dann noch jemand gekommen, was weiß nee, ich, nee, von Elektro. Nee. Also, war Nico. Warte mal ganz kurz. Ich habe gesehen auf Vitals, ich glaube, Donald, dass ihr vier da oben hat sich als Nico verkleidet, weil die Blase war orange. Dann jetzt hier der Dings gekommen. Wenn die Blase orange ist, die anderen waren aber zu dem Zeitpunkt die Communication, und zwar nicht, die sich verwandelt, sondern die real ist. Drei. Ich da denke, die auf jeden Fall Verwandlung war dann gerade fertig. Ja. Der hat mich als Nico gekillt. Da kann gekillt. Auch gar keiner so schnell von denen so hoch. Ich glaube, so rum war es. Ohne, dass ihr den irgendwie oder geht die Blase in die Farbe, in die man sich verwandelt. Ich hätte den ja nicht gesehen, weil ich ja am rechten Dingens war, am rechten Stabilizer. So oder so, ich muss die Tasks weitermachen. Es ist Nico und es ist Reggie. Wer votet Reggie? Schnell. Das Ding ist, Nico ist sass. Also, wir haben auf jeden Fall einen Vormann. Wenn Reggie immer der Vormann wäre, wieso sollte ich ihn dann so krass beschuldigen? Okay. Keine Ahnung. Ablenkung. Sorry, Nico, ich habe getan, was ich konnte, um dich zu beschützen. Ich konnte nichts tun. Ich habe extra welche getan. Okay. Das ist jetzt schwierig. So, die Probe ist durch. Die kann ich noch auf jeden Fall abholen. So. Kann ich eigentlich als Geist wenden? Nein, schade. Ich meine, ich bin eh schnell genug, aber ja, ne? Wäre ja cool gewesen. Ach, da ist das Ding. Ach, das ist auch. Ich hasse es. Ja, moin. Junge, easy. Oh, shit, easy, gell? Richtig easy. Wir wollen nicht. Wo seid ihr da denn dann noch hergekommen? Ja. Ich habe auch gerade eine Goldtrophäe dafür bekommen, dass wir einfach nicht verdächtigt wurden. Jan ist als Nico, hat er mich gekillt. Ich habe Conan als Nico gekillt und leider der Einzige, der mich gesehen hat, gesehen, und dann ist er weggewendet und hat Ricky gekillt. Okay, spannend, dann sieht der andere Imposter das nicht, weil für mich warst du die ganze Zeit Jan. Okay. Leute, deswegen, okay, ich war nämlich kurz verwirrt. Nico, ich hab gesagt, was ich konnte. Weil mir hätte irgendjemand entgegenkommen können. Boah, außer dir und ich. Und es wäre Nico gewesen, sofort. Gerade am Ende Xehan, als die Seismo-Dinger waren, ne, da bist du ja so mir hinterhergelaufen und dann weggewendet. Und das sah echt. Also, ich habe in dem Moment gedacht, gut, dass ich gerade auf deine Meinung vertraut habe, du wirst schon kein Imposter sein. Ja. Nee, ich bin dann nämlich weggewendet, weil ich dachte, mein Kill-Cooldown läuft noch. Und ich dachte, ach komm, ich will jetzt nicht die ganze Zeit neben Dani rumstehen, um zu warten, ob ich den killen kann, sondern ich suche mir woanders ein Opfer. So dumm, Mann. Gute Runde, Xehan. War eine gute Runde. Danke, gleichfalls. Richtig. Immerhin war ich mal nicht Imposter. Wie lange geht die Aufnahme schon? Noch nicht so lange. Halbe Stunde. Na dann baller rein, los! Ja, rein da! Rein in die Olga hier jetzt, Etzala! Von der Aussage distanziere ich mich. Olga distanziert sich von der Aussage auch. Einmal. Ich wusste gar nicht, dass man in Franken eine Strafjustiz, eine Justizvollzugsanstalt Olga nennt. Ups. Olga hält eine Armlänge Abstand. So, zack. Welcher Holga? Der auch. Da-di-dum. Das mache ich auch. Diesmal finde ich das Ding aber schneller. Ja, weil. Sehr schön.
Dann haben wir das Ding auf dem Feld. Ich muss, wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? So. Mit Karte offen und Dings, ich laufe hier rum, als wäre ich Imposter. Ne? Das ist ganz schlimm. Es ist nicht der? Ach, es ist das Ding. Da muss man die Hitze einstellen. Ne? Ja, ja, genau. So. Easy, every time. Dann noch den hier. Sehr schön. Und dann noch den da drüben. Und dann war es das schon. Lol. Das ging ja richtig fix mit den Tasks. Bitte killt mich nicht. Ich würde gerne meinen Task noch zu Ende machen. Jo, das war... Ah ne, das war's noch nicht. Okay. Ja, das war ein Double Kill. Ich bin Arzt und ja, als die Lichter ausgegangen sind, waren beide tot. Das ist und, nicht der. Ja, das ist kann nicht ich der, bestätigen. Das ist nicht die Leiche, die ich finden wollte. Also ich. Ja, ich glaube, die waren auch bestimmt irgendwie. Ich wo bin, war das also. Jetzt? Das war Büro linker Ausgang, also quasi links neben Admin. Kurze Hintergrund nochmal. Ich bin quasi einmal im Kreis über die Map gelaufen, habe zwischendurch immer wieder auf Vitals geguckt, weil ich war am Anfang beim Admin-Table und habe quasi gesehen, dass irgendwie 5 Leute im Laboratory waren. Oh, und ja, bin dann, und bin, euch, stimmt, dann, bin euch dann quasi entgegengekommen, weil ich mal sehen Aua. Wollte, was da ging. Und ich habe dann gesehen, dass Dani und Reggie, die kamen mir gemeinsam entgegen in Specimen. Und ich bin dann nämlich eben, als ich gesehen habe, dass Dani tot war, der ist nämlich vor Jan gestorben, bin ich quasi, habe ich mich auf den Rückweg gemacht und wollte wieder ins Specimen rein, um zu gucken, ob er da vielleicht liegt. Und dann hätte ich Reggie beschuldigt. Dummerweise habe ich Jan leider zuerst gefunden. Der lag nämlich auf dem Weg dahin. Okay. Also okay, dann waren Reggie, Nico und ich auf jeden Fall. Und wer war da noch? Also, da war eigentlich, waren viele. Alle, ja. Conan war, glaube ich, auch mal da, oder? Ich war auch mit in dem Laboratory-Ding dabei, ja. Also, Conan, also, ist Conan, warst du mit in Specimen gegangen? Nee, in Specimen, nee. Nein, ich bin dann von Laboratory zurück. Ich habe dieses Hitze-Ding also gemacht Rob, bei dem Lavasee. Dann habe ich die Karte. Okay, dann rede ich jetzt weiter. Ich habe folgende Leute, ich bin ja durch Specimen durchgegangen. Ich habe folgende Leute gesehen: Jan, Dani und Reggie. Und Jan, und Dani, und, Jan und Dani sind tot. Ich bin der Einzige, der nicht da war. Oder? Oh. Ja, dann bin ich clear. Ich war das auch nicht dabei. Ach so. Nee, also ich war auch nicht in Specimen, aber... Also Dani war auf jeden Fall mit mir in Specimen. Ich hatte halt dieses 1, 2, 3, 4, 5, diese Task. Jan war kurz vor euch weggegangen. Also der stand an dem Artefakt-Sortieren dran und war dann, ist dann, glaube ich, nach links weggegangen. Also es kann sein, dass ihr den nicht mehr gesehen habt, aber der war auf jeden Fall vor euch auch ins Specimen. Ich war links. Ich war bei Electric. Und danach hier bei Communications. Als das Licht aus war. Okay. Also ich bin da auch nach links gegangen und Dani ist, glaube ich, dann nach rechts gegangen. Also als das Licht ausgegangen ist, bin ich gerade auf dem Feld nach oben zu diesem Stab da und das sitzt letzte... Conan ist auch hier, weil der lügt gerade nicht. Also der spricht nicht nur so nervös. Also. Also keine Ahnung, ich würde dazu tendieren, dass es Reggie ist, weil er ist der Einzige, der den Specimen-Raum überlebt hat. Ja, ich glaube auch, das ist, also, okay. Keine Ahnung. Geh ich mit. Ja, also wählen wir Conan. Würde ich mehr, auch mitgehen, aber kann natürlich auch. Wieder. Ich gehe jetzt auf Risiko, weil wir sind nur noch 6 Leute und wir haben 2 Imposter unter uns. Ja. Dann geh ich auf Conan. Und jetzt hoffentlich nur noch einen. So, und ich bin's nicht. Ich mach meinen Task fertig und dann bin ich raus hier. That's all, folks. Und dann kann ich Licht anmachen, aber ich mache jetzt erst den Task fertig. Das ist mir jetzt wurscht. Folgt mir irgendwer? Nee, dann kann ich meinen Task in Ruhe hier zu Ende machen. So. Zack. Let's go. Das war's. Jetzt machen wir wieder Licht. Ach nee, schon, oder wie? Okay, ist schon wieder Licht. Gut, gleichzeitig kann ich rumschachten, aber... Ja gut, ich meine, ich kann den Schacht nutzen, um so ein bisschen zu gucken, ob ich jemanden finde, der jemanden killt, ne? Theoretisch wäre das denkbar. Ich kann auch die Kameras mal nutzen. Wäre doch auch mal was. Mhm.
Da ist ja richtig viel los hier. Boy. Jo, es ist einfach niemand hier. Okay. Ja, mach ich. Moin. Easy every time. So, ich gehe wieder Kameras gucken. Aber ich denke nicht, dass jemand direkt vor der Kamera gekillt wird. Das wäre schon sehr weird. Nee, jetzt sehe ich überhaupt nichts. Sorry. Nee, das bringt nichts. Oh! Das waren Nico und Dings. Ah, schon. Okay, das kann ich aber direkt anmachen. Das ist easy going. Lol. Nico? Hä? Okay. Ja, Nico. Ja, nee, du. Ja, genau. Self-report. Ja, sicher. Ja, weil ich stehe nämlich gerade bei Electrical mit Conan. Ja, ich doch auch. Willst du mich verarschen? Ja, Nico. Mhm. Nee, du bist erst danach gekommen. Ich stand mit Conan. Das stimmt überhaupt. Ja, wir sind auch dasselbe. Ach, das stimmt überhaupt. Als ich das aufgemacht habe, hier das Menü mit dem Licht, waren nur ich und Conan da und dann bin ich fertig und dann ist plötzlich Conan tot. Ja, also Rob ja, natürlich. Okay, ich würde dann mal Ricky und mich als Tier bezeichnen. Hey, Nico? Wollen wir uns darauf einigen, einfach jetzt nichts mehr zu sagen und dann die anderen beiden einfach entscheiden zu lassen? Sehe ich jetzt keinen Grund dazu. Aber ja. Weil das lustig wäre, hallo. Ja, sehr lustig. Ricky, was meinst du? Ich würde Nico rausvoten. Warum? Wie immer. Ich fand, dass Robju verdächtiger klang, ehrlich gesagt. Ich fand Robju glaubwürdig. Ricky ist heute voll auf dem richtigen Weg. Aber ich habe jetzt auch nur die beiden jetzt gesehen. Die waren beide waren zusammen. Was passiert ist, habe ich nicht gesehen. Also ich kann nur den Volleyball jetzt beurteilen. Ich habe gar nichts davon gesehen. Ich kann nur die Interaktion zwischen den beiden bewerten. Ja. Sag doch nochmal was. Keine Ahnung. Ja, was soll man da sagen, ey? Einerseits, finde ich von Robby suspicious, dass er sagt so, ja, lass uns mal nichts sagen. Das ist schon, aber das ist halt Robby. Das kann einfach nur aus Spaß sein. Ich fand halt, Robby hat sich am Anfang sehr überschwänglich sofort verteidigt. Das ist für mich, also wenn ich das mache, immer ein Zeichen dafür, dass ich Imposter bin. Aber es kann natürlich sein, dass bei jemand anders. Also kein Bock jetzt, die anderen warten zu lassen. Wen hast du jetzt gewählt? Nico. Ach. Okay. Ah. Na gut, da kann ich mich nicht gegen wehren, weil wenn wir den Vote splitten würden, dann. Wählen wir Robby, also machen wir Emergency Button. Ja. Es geht halt nicht schnell genug, weil er den Dings drücken kann. Ach, Leute. Geht halt nicht schnell genug. Wieso läuft Xian jetzt raus? Ist Com aus oder was? Checken wir gerade nichts. Ja, aber. Ach so. Ja, Leute, jetzt seid ihr tot. Ja. Moin. Wow. Warum bist du denn weggelaufen? Vicky, warum bist du denn da? Leute, ernsthaft. Ricardo, danke. Wow. Ich habe das Gefühl, wenn Ricardo kein Imposter ist, dann spielen wir immer mit drei Impostern. Ja, wow, Ricardo sagt immer, ich bin Imposter.
Ich will ja nicht sagen, dass ich es gesagt habe, aber ich habe es gesagt. War aber schwierig auch, oder? Also, ich habe nur nicht verstanden. Oh mein Gott, als Veggie rausgeholt, war ich schon so mega geschwitzt, ey. Also ich fand die Verteidigung von Robjo recht schwach, aber ja, vielleicht war es nicht. Ey, weißt du, das ist so lächerlich. Ich verteidige mich nicht, oh du warst es. Ich verteidige mich, oh du warst es. Ja, kann man ja. Naja. Aber warum bist du gerade vor ihm weggelaufen, Ricky? Und hast nicht den Emergency abgemacht? Ich dachte, ihr wolltet den Button drücken und dann geht ja, er ja, weg. Dann läufst du auch immer noch. Aber Button drücken geht nicht während einem Emergency. Genau, deswegen, ich musste erstmal den Emergency auflösen. Ah, shit. Die Idee, wenn du den Emergency kreuzt, ist quasi, dass du dafür sorgst, dass die nicht den Knopf drücken können. Ja. Und dann kannst du als Imposter nämlich einfach neben dem Knopf warten und wenn dein Kill-Cooldown losgelaufen ist, nämlich die Person killen, die den Knopf drücken will. Ich weiß halt nicht, warum ihr nicht einfach niemanden gewortet habt, weil ihr wärt 3 gegen 1 gewesen. Ihr hättet eure Task fertig machen können und auf den nächsten Kill warten können. Das ist wirklich wahr, ja. Shit be happening. Es ist ja, alles egal, ich hab gewonnen. Ey, Reggie, du hast stark Das ist immer unsafe. Also ich, bei einer Vierer-Situation poche ich nie darauf, dass wir den Wurz splitten. Also das hätte ich so oder so nicht gemacht. Deswegen dachte ich so, okay, das ist halt Nico. Ja. Ja, klar. Ich bin glaubwürdig, ja. So, eine Runde noch. Yay. Ja, mindestens. Los also, jetzt. Hau rein. Das ist auch eine dumme Idee, jemanden ins Besenmesser zu töten. Ich dachte einmal, das wäre safe und dann schaffen wir doch. Das war so fies. Ich war, ich hab mich so sicher bei dir gefühlt. Ich war lang genug Verräter. Jetzt bin ich Besatzung. Let's go, der Hase. Okay, wir gehen gleich darüber. Das haben wir heute nämlich noch nicht gehabt. So richtig. Das Rad unten haben wir noch nicht gemacht. Das ist mal wieder neu. Also nicht neu im Sinne von neu, aber für die Aufnahme. Ah, es ist nicht das Rad, okay. Wie geht das? So. Okay. Den mache ich noch schnell mit, der geht fix. Und dann habe ich die Seite hier durch. So, der Seismo geht ja lang genug, also das ist kein Problem, den zu machen. Okay, Dani geht da hin. Auf da, okay. Wo ist denn das? Da unten. Ah ja, das ist der zweite Teil von dem Wasserbehälter. I see. So, dann können wir die Karte machen. Ist das die Karte? Nein, ist nicht die Karte. Was ist das denn? Ach, das ist das Ding. Ja, es ist auch eine Karte, aber eine... Aber es ist eine andere Karte. Der ist schon ein bisschen länger tot. Okay. Ach stimmt, ich kann ja auch drauf gucken, habe ich ganz vergessen. Ich habe diesmal tatsächlich mal keine Rolle. Das hatte ich auch jetzt die letzten Runden. Ich auch nicht. Ein Imposter? Was bitte? Imposter bist du dann? Naja. Ah, okay, alles klar. Ich kann ja mal sagen, ich habe die Leiche gefunden, genau ganz unten zwischen Weapons und Admin da, in dem Freibereich draußen. Ja, wollte gerade hochgehen. Okay. Ja. Okay. Ich hab niemanden gesehen. Moment, zwischen Weapons und Admin. Ja, genau, in diesem draußen Bereich da. Und Robjo, du sagst, der ist schon lange tot? Schon etwas länger, ja. Habe ich den dann einfach nicht gesehen, okay. Also ganz unten liegt der da halt, ne? Ganz unten, okay, ja gut. Nee, ich bin nämlich von oben runtergekommen und bin dann da bei Office sozusagen rein. Wenn der ganz unten liegt, dann habe ich den nicht gesehen. Ich habe den nämlich auch nicht gesehen und ich war gerade auf dem Weg zu Communications. Also ich habe die Runde eigentlich nur, ach doch, wir haben irgendwie, ich habe Leute gesehen, die oben beim rechten Seismo standen. Dann bin ich zum linken rübergewendet und da habe ich dann Nico gesehen. Ich habe Robjo nur ganz am Anfang gesehen, der hat mit mir das Wasserfass gemacht. Genau, ich habe das Rad gemacht. Ach du hast, ja, dann war es halt das Rad. Ich hab das Wasserfass gemacht, es war jedenfalls der gleiche Raum. Als Seismo angehen waren Robjo und Conan bei O2, da habe ich euch beide gesehen. Und dann hatte ich glaube, mindestens Reggie hatte ich beim rechten Seismo gesehen, soweit ich mich erinnere. Ja, ich stand da die ganze Zeit. Ja, ich wollte dann zum linken Seismo, da kam aber gerade Dani aus dem Loch raus und hat dann selber den Seismo gemacht. Dani aus dem Loch, wie das Urmel aus dem Eis. Aber ist denn irgendwer dann da unten oder irgendwie? Nee. Also ich hab halt Nico aber warte, unten. Warte, Leute, Ricky hat noch nichts gesagt, Ricardo ist es. Also, wie gesagt, ich habe leider da niemanden in der Ecke gesehen. Ah, er sagt es dagegen, alles klar, jetzt ist das recht.
Vielleicht mal Ricardo. Aber ich vermute mal, ich gehe mal stark davon aus, dass der Kill am Anfang von Seismo passiert sein wird. Ja, das macht. Und dann waren es eigentlich, dann kann ich eigentlich, oder dann sind es eigentlich für mich, wäre da Conan noch Robchu gewesen, weil die standen da beide noch am O2. Wenn es zu dem Zeitpunkt Ricardo, passiert ist, dann ja. Wenn es zu dem Zeitpunkt passiert ist. Aber ja, wie gesagt, ich weiß halt zu wenig. Ihr müsst ja dann. Also ich war die ganze Zeit oben am Seismo. Ich war auch eigentlich schon lange oben am linken Seismo. Und später war Robchu die ganze Zeit oben. Also ich habe einmal gesehen, wie er oben links zu dem Richtung den Seismo gegangen ist scheinbar und dann nach rechts. Fünf Wochen für jeden, der Ricardo votet. Voten wir einfach wieder Conan oder was macht? Nein, bist du noch da? Kannst du mal was sagen? Conan war... Ich würde sogar skippen. Ich skip. Ich würde das mir gerne hören. Ricardo jetzt 5 Euro, Leute, ne? Nicht vergessen. Ricky, bist du noch da? Achso, ja, gute Frage. Keine Antwort. Hallo? Ist er denn im Call noch drin hier? Ja. Er ist noch im Call. Ja. Okay. Das ist eine neue Taktik. Interessant. Skip. Vielleicht musste der kurz auf Klo. Er ist gerade bei deiner Mutter. Uff. Wow. Wieso votest du jetzt Dani, Rob? Naja. Er hat gesagt, er ist Imposter. Robchu-Vote. Der Robchu-Vote. So. Okay, jetzt machen wir hier nochmal das Ding. Das war ja ganz knapp. Da muss ich ja nur rumdrehen, rüberzahlen und fertig ist die Geschichte. Einmal Covid-Pass durchgeführt. Auch schon wieder, aber das dauert ewig, bis das durchläuft. Es laufen auch genug hin. Ich mache einfach meine Tasks weiter. Da laufen mehr wie genug Leute hin. So, und dann den noch. Und dann haben wir die Tasks auch schon durch. Ach, wo ist denn das Ding? Da. Easy every time. Okay. Ey, der hat doch vor kurzem noch gelebt. So, also, ich habe meine Tasks durch. Das ist höchstens 2 Sekunden her, dieser Tod. Ich glaube, mir fehlen genau. 2 oder so. Ne? Ja, genau. Also, ich hab Reggie tot liegen sehen und ich habe daneben Dani stehen sehen. Ja, ich habe wieder, glaube ich, mich verklickt tatsächlich. Ich bin hochgegangen Richtung Seismo. Ich habe tatsächlich Nico da noch von weglaufen sehen. Also, ich weiß nicht, ist es. Seismo? Ja, ich war wieder oben links. Da waren jetzt aber mehrere Leute. Ich bin auch, ich habe auch gesehen, dass viele hochgelaufen sind. Habe ich gedacht, nee, ich mache lieber dann Tasks weiter. Warum soll ich mich noch damit reintummeln? Nee, es war ja dann auch schon durch. Ich habe den rechten Seismo gemacht und dann bin ich links rübergelaufen, habe die Leiche da liegen sehen. Da kam mir Nico vorher noch entgegen. Und dann habe ich versucht zu reporten, habe aber offenbar nicht richtig schnell genug gedrückt, weil du dann mir zuvor gekommen bist. Okay, das glaube ich nicht. Nico war da weit und breit nicht mehr. Schnell genug gedrückt. Nee. Was du hast, aber Nico meine Verteidigung nicht... schwach nennen. Ja, ist okay. Aber warte mal, Xehan, du hast Nico nicht weglaufen sehen. Nein, ich habe Nico nicht mehr gesehen. Er war doch direkt da. Also ich hatte vorher, wo wir noch beim Seismo waren, hatte ich Nico noch gesehen gehabt. Und dann war ich kurz weggegangen und als ich gesehen habe, dass Dani, Nico und Reggie noch in der Gegend waren, bin ich nochmal zurückgegangen und dann waren nur noch Dani da und die Leiche von Reggie. Ey, du hast also da muss ich Nico weggewendet haben, weil ich habe ihn nicht weglaufen sehen. Nee, ich habe nicht gewendet. Ja, denn weil für mich wirkte es nämlich so, als wäre Nico quasi als erster weggegangen und Dani wäre nochmal zurückgegangen und dann hat er Reggie gekillt. So sah das für mich aus. Also wo war die Leiche? Ja, aber wir sind eigentlich alle zeitgleich gegangen. Über den Lights, also zwischen Lights und dem linken Seismo. Wo ist denn Lights? Einfach direkt, wenn du oben in diesen kleinen Gang Richtung dem Seismo... Ach so, genau, okay. Da ungefähr auf der Höhe... Ach, Lights ist Electrical, okay, verstanden. Ja. Gut, da war ich doch gerade auch noch gewesen. Ja, genau. Wieso habe genau. ich denn dann das nicht gesehen? Also ich hätte sehen müssen. Ich hätte sogar gedacht, dass wir alle drei gleichzeitig dann da waren. Also ich habe gesehen, genau, ich bin halt eine Sekunde weggegangen, aber weil da noch so viele Leute standen, habe ich mich doch nochmal wieder umgedreht, um zu sehen, ob einer von euch tot umgefallen ist. Und dann habe ich halt nur noch Daniel. Du warst doch vor mir schon da.
Also ich ja, bin ja, und dann, und genau, und dann bin ich kurz Richtung Mitte der Karte gegangen und bin dann wieder umgedreht, als ich gesehen habe, dass nee, also Moment, mindestens Moment. Reggie und Ricky, kannst du mal waren. Kurz was sagen? Ja. Ricky? Ach so. Ich glaube, er ist tatsächlich weg, ne? Weiß es nicht. Hat er sich jetzt bewegt? Habe ich gar nicht aufgepasst. Weiteres Indiz dafür, dass er Imposter ist. Ich habe auch nicht darauf geachtet. Aber guck mal, ob er sich bewegt, schon. Wenn wir jetzt die Runde, die nächste Runde starten. Hat er sich erst die letzte Runde nicht ein Stück bewegt? Okay. Ich, sag's mal ich glaube, so, Xehan, dann Xehan ist er vielleicht AFK. Erzählt irgendwie Bullshit. Ich bin hinter Xehan ja hergelaufen. Wir waren dann was soll ich jetzt da. Machen? Ja, also, dann bist du tatsächlich komisch irgendwie umgedreht. Dann ist Nico an mir vorbeigelaufen. Nee, Nico ist nicht an mir vorbeigelaufen. Muss er eigentlich? Muss er, wirklich? Zum dritten Mal jetzt, Ricardo ist Imposter. Nee, Ricardo bewegt sich nicht. Schon wieder, really... Aber wenn Dani da ist, dann gehe ich rüber. Wenn da drüben keiner ist, gehe ich rüber. Xehan. Okay, wieso haben die jetzt nicht? Ich check gerade nix. Ja, genau. Ach, fuck. Ricardo hat sich übrigens echt nicht bewegt. Nee, Ricardo hat sich nicht bewegt. Ja, leider raus. Das nächste Mal hört ihr bitte auf mich, wenn ich sage, Dani hat jemanden vor meinen Augen umgebracht. Danke. Weißt du, ich hab mich doch gewartet, was willst du? Ich hab mich verklickt und bin nicht ins Vent reingekommen. Ich hab mich doch gewartet. Ah, und ihr habt euch. Robin hat's verkackt. Ihr wart ja beide Imposter, das heißt, ihr konntet beide euch diese Story da zusammen reimen. Ja, von wegen. Genau, die waren auch noch zusammen Imposter. Die wollten beide durch den Vent abhauen und nur Nico hat es hingekriegt. Ja. Alles klar, aber wenn kein anderer das macht, was soll ich okay. Machen? Okay. Also, ach, Mann. Auf jeden Fall. Und schön gemacht. Nico, sehr schön gemacht. Aber hey, Dani, du warst endlich Imposter. Ich habe am Ende noch auf den Report-Knopf gehämmert, aber das kam nicht mehr schnell genug beim Spiel an, leider. Da war ich schon tot. Hm. Der Lag ist es, weil wir nicht mehr auf EU spielen können. Ja, der Lag, genau. So, wollt ihr noch eine Runde? Wie sieht's aus? Da musst du halt, 80 Millisekunden. Also ich bin jetzt erstmal raus für heute. Okay, ja, wir sind auch bei 57 Minuten, also der Part wäre lang genug. Ja, ich verschwinde dann jetzt auch. Alles klar. Dann schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir schauen mal, wann wir das nächste Mal wieder aufnehmen können. Imperium Mario, bitte, danke. Einige lustige und schöne Runden. Ja, aber auf jeden Fall. Die Zeit ist verflogen wie im Nichts. Das Beste absolut. Das stimmt. Daniel und ich. So, fickt euch alle. Eine kleine Runde gestartet und zum Schluss hat er tatsächlich wieder... Leon und ich hätten dann ein Wörtchen mitzureden. Danke. Nö. Tschüss. Man muss ja ehrlicherweise mal sagen, ganz kurz noch bevor du... Ich warte noch. Es läuft noch. Alles gut? Man muss ja ehrlicherweise mal sagen, Conan, du hast heute einen richtig guten Imposter abgegeben. Nee, dann nein. Ja, er hat ja auch viele Chancen gehabt, ne? Das stimmt. Ja, das ist wohl auch wahr, ja. Ich sag euch, die erste Imposter-Runde war Conan noch richtig nervös und nach dem 10. Mal war er so, easy, kenn ich. Auch nicht schon wieder. Irgendwann hatte ich echt keine Lust mehr, Imposter zu sein, also das... Verständlich. Ich find, dass Scientist echt ein scheiß Rolle ist. Ja, Scientist ist scheiße. Naja, es ist einfach nur eine zusätzliche, du kannst ja ganz normal Besatzer machen. Ganz ehrlich, bringt überhaupt nichts. Ich fand aber auch den Ingenieur gar nicht mal so geil, weil das hat nur dazu geführt, dass jeder immer gewendet ist. Das hat das Ganze gemacht. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, man spielt nur mit Formwandler oder sowas und halt andere Sachen. Also was ich geil finde, ist Formwandler und Schutzengel, wenn es denn funktionieren würde. Ja, Schutzengel muss man, glaube ich, echt gut timen. Also das ist. Ja. Aber ich meine, auch da könnte man ja sagen, man stellt zum Beispiel den Cooldown runter, dass man sagt, alle halbe Minute kannst du halt wieder jemanden schützen, so. Dann kannst du jeden Kill von einem Imposter schützen. Die Standardeinstellung ist halt eine Minute, so, das ist, ja. Hat's denn irgendjemand mal geschafft? Nee. Ich meine mit dem Vent als Ingenieur vom Imposter irgendwie wegzufliehen, irgendwie wegzuwenden? Ich hab's versucht, aber ich hab mich verklickt. Ich hab den Vent.
Ich habe den Vent bisher immer nur verwendet, um schneller von A nach B zu kommen. Ja, also, genau. Ich habe tatsächlich als Ingenieur nie den Vent benutzt. Deswegen meine ich, es ist halt ein bisschen pointless, weil du kürzt ein paar Wege ab. Ja, ja, genau. Ungefähr. Ich würde eher sagen, dass man sich sass macht. Ich würde eher sagen, dadurch, dass es das gibt, ist halt jeder Vent nicht sass. Ja, also da kann man auf jeden Fall überlegen, ob man in jeder Runde alles zulässt oder dort mal sagt, man macht eine Runde mit halt, keine Ahnung. Ich finde halt, was Ingenieur ziemlich nützlich macht, ist, wenn du einfach nur ventest, um durch Räume zu gucken. Das stimmt echt. Das ist wie so, ja, halt ein bisschen spionieren irgendwie, ne? Ja. Bisschen effektiver wie die Kamera. Vor allem, weil der Imposter ja noch nicht sieht, ob da jemand durchwendet. Effektiver wie, ey? Das ist nicht Lehrer? Bitte was? Was zum Glück kein Deutschlehrer. Läuft die Aufnahme noch? Ja. Natürlich. Magst du noch was sagen, tschüss. Nico? Das klang nee, so als ich wollte mich verabschieden. Wir hören eh auf. Für eine monetäre Umverteilung des Geldes. Gute Nacht, abonniert die Konfi. Jawohl. Klasse, schaust euch. Tschüss. So. Mit Bier.